So, jetzt aber. Nach einigen kurzen technischen Herausforderungen. Also, herzlich willkommen zum Friday Impuls. Und zwar nach all den astrologischen Ansagen und all den Forecasts und all den Dingen, die jetzt gerade im Umgang sind. Hallo, ihr Lieben. Wollte ich mich doch auch noch mal zu Wort melden. Denn, hui, hier geht jetzt endlich mal der Wind durch. Andersrum, es ist Vollmond heute, gleich geht's los, mit der Moon Eclipse und also der Mondfinsternis, und es ist die längste, intensivste, tiefste, krasseste, größte Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. Das nächste Mal im Jahr 2023 können wir das erleben. Also, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, 2123 können wir das jedenfalls erleben. So. Und jetzt ist es so, dass ich die ganze Zeit sehe, loslassen, release, das Alte gehen lassen. Auf jeden Fall guck, dass du alles gehen lässt, dass du alles loslässt. Ich habe da eine andere Theorie. Und die möchte ich heute mal mit dir teilen. Denn ich finde es total gut, dass wir alle mal loslassen. Ich finde es total gut, auch das Alte gehen zu lassen. Und gleichzeitig entsteht dadurch eine Energie, von der ich auf Dauer gemerkt habe, dass sie eigentlich nicht hilfreich ist. Und denn das Ganze ist so, in dem Moment, wo wir uns immer auf das Loslassen fokussieren und wir gehen einfach jetzt in eine neue Zeit. Die alten Dinge haben an vielen Stellen ausgedient. Viele von den alten Ritualen sind ganz wunderbar. Viele von den Dingen, die dort gemacht wurden, braucht es aber auch einfach nicht mehr, weil wir generell gemeinsam sozusagen in eine neue Consciousness, in ein neues Bewusstsein gehen. Das heißt, wenn es immer darum geht, Dinge loszulassen, das musst du loslassen, guck nochmal, was du alles loslassen musst, du musst nochmal gucken, was du loslassen willst, was passiert ist, wohin geht der Fokus? Nicht unbedingt auf das Loslassen, sondern auf die Dinge, die ich loslassen will. Sprich, mein Fokus geht auf das, was ich eigentlich nicht mehr will. Und damit gehe ich immer wieder da rein, gehe ich immer wieder da rein, gehe ich immer wieder da rein. Mein Tipp, und so gehe ich auf jeden Fall diesmal auch mit diesem Vollmond um, und mit dieser Moon Eclipse um, ist einfach mal zu gucken, was ich denn eigentlich alles schon habe und wovon ich mehr haben möchte. Und mich darauf zu fokussieren. Also weg von dem, weg von zu gehen, hin zu dem, hinzuzugehen. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich genau das Gegenteil ist von dem, was in vielen Astroblogs steht, was in vielen Tipps steht, was in ganz vielen Ritualen gemacht wird. Und gleichzeitig habe ich für mich gemerkt, dass ich früher auch immer dem Klassischen gefolgt bin und jetzt mittlerweile merke, seitdem ich diesem anderen Impuls folge, bewegt sich viel mehr, sind die Sachen leichter, wird es für mich klarer und kommen die Dinge auch viel schneller und viel deutlicher vor allem in mein Leben und zeigen sich dort. Das heißt, diesen Impuls für diese Woche und vor allem auch für all die anderen Wochen und Mondfinsternisse und all die Zeiten, die da kommen, mitzunehmen, die natürlich klar darüber zu werden, was darf gehen. Vor allem, wenn wir alte Muster angucken und so, einfach hinzugucken und sagen, okay, brauche ich nicht mehr. Doch anstatt darauf mich zu fokussieren und ich sage jetzt mal, mich darin zu suhlen und zu gucken, oh Gott, wie kann ich das loswerden? Und das hält mich immer wieder fest, weil in dem Moment, wo wir da so reingehen, geben wir diesen Dingen auch Macht über uns. Denn sie nehmen unseren ganzen Fokus, sie nehmen unsere Energie und das, worauf wir fokussieren, dem geben wir Macht. Und da zu sagen, well, bye bye, oder auf gut Deutsch, ciao, ciao, Kakao, all das, was mal gewesen ist, alten Kaffee, alten Kakao, will man auch nicht wieder aufwärmen. Ich wende mich dem zu, was wirklich relevant ist für mich. Zu merken, hey, das ist was, davon möchte ich mehr haben. Hey, das ist was, das tut mir richtig gut. Und wenn ich sozusagen merke, weil mir ist klar, jetzt kommt wahrscheinlich auch diese Frage, und was mache ich denn mit den alten Pattern und mit diesen ganzen alten Mustern und mit den ganzen alten Dingen, die ich doch loslassen will? Wenn die hochkommen, während du deinen Weg in das Hinzu gehst, kannst du dich immer noch um die kümmern. Wir müssen uns nicht präventiv immer mal all die Sachen kümmern, die da sind. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ich habe sicherlich auch noch Themen, die immer wieder hochkommen, an denen ich immer wieder arbeiten kann, mit denen ich immer wieder was machen kann. Und gleichzeitig kann ich mich entscheiden. Ich kann die ganze Zeit anfangen, auf diese Arbeit mich zu konzentrieren, auf das Machen, auf das Tun. Das ist so voll 80er Psychotherapie-mäßig.
Oder ich kann mich dafür entscheiden zu sagen, hey, was will ich? Wohin darf es eigentlich gehen? Und das ist sozusagen 21. Jahrhundert, New World, neue Energie. Und zwischen den beiden Wegen kannst du dich entscheiden. Und du kannst da heute mit der längsten, tiefsten, krassesten, intensivsten, whatever, Mondfinsternis des Jahrhunderts sozusagen anfangen. Kurz zusammengefasst, ja, wir müssen Sachen gehen lassen. Ich kann mich entscheiden, will ich zum Wegzu oder zum Hinzugucken. Mein Tipp ist es, fang ab heute an, auf das Hinzuzugucken. Und sobald du merkst, dass irgendwas dort ist und dort hängt, meine Güte, ich habe auch Themen mit meiner Mutter, sicherlich, mit meinem Vater, mit Freunden, mit Menschen. Ich habe Ängste. Ich, wie gesagt, bin Mensch. Ich habe alte Muster, an deren Stränge ich auch komme. Doch anstatt die präventiv zu behandeln für den Moment, wenn ich da reinkomme und eigentlich mich hier sozusagen in dem Alten zu suhlen, gehe ich einfach mal los. Und in dem Moment, wo ich jemanden treffe, der mich an meine Mutter erinnert, kann ich mich immer noch dem Muster zuwenden. In dem Moment, wo ich auf jemanden treffe, der irgendwas in mir anträgert, kann ich mich immer noch darum kümmern. Und zwar dann, wenn es soweit ist. Auf der Seite, und das ist das, was ich wirklich beobachte, ganz viel dieses Personal Empowerments geht eigentlich darum, dieses wenn dann, wenn ich rein bin, wenn ich klar bin, wenn ich all das gelöst habe, dann kann ich. Du kannst jetzt schon. Du kannst jetzt schon anfangen zu gehen und einfach mal gucken, was passiert. Und dich auf das fokussieren, was du wirklich willst und worauf du wirklich Bock hast. Und was dein Herz zum Leuchten bringt. Es darf einfach und leicht sein. Das ist mein Impuls, kurz und knackig, zur längsten, krassesten, intensivsten Mondfinsternis, heute zum Vollmond. Und übrigens, dieser Impuls funktioniert auch immer dann, wenn der Mond nicht voll ist. Das ist so eine grundsätzliche Sache. Und rauszugehen aus dem Entweder-Oder, wenn, dann, A oder B, dieses ganze binäre Denken, was immer nur an Zweien denkt, sondern uns dafür zu öffnen, dass so viel mehr möglich ist. Ich wünsche dir für heute Abend einen magischen Mond und bin sehr neugierig. Also schick mir gerne auch dein Foto, wenn du den Mond sehen kannst. Ich bin sehr gespannt, ob ich den heute hier in Hamburg sehen kann. Ich werde auf jeden Fall aufs Dach gehen und mal gucken, ob ich was sehen kann. Wünsche dir eine magische Nacht. Und freue mich auch von dir zu hören. Schick mir gerne eine Nachricht oder eine Mail, wie es dir mit diesem Tipp geht. In diesem Sinne, hab ein großartiges Wochenende und vor allem einen wunderschönen Weg hin zu den Dingen, auf die du richtig Bock hast. Alles Liebe von mir für dich und tune into your soul and listen with your heart. And don't let the mindfuck get you. Der Mindfuck ist weg von. Das Herz ist hinzu.